Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir haben in der letzten Folge die Prinzessin getroffen, haben uns den Bonuslied angehört und sind bis nach Kakariko hier gekommen und da gucken wir mal, wie es jetzt hier so weitergeht. Wer bist du denn? Ich bin der Chef der Zimmerleute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist natürlich belastend, ne? Immer diese Generationenkonflikte. Cool. Gucken wir mal weiter. Er hat schon eine harte Ähnlichkeit mit uns da, ne? Wir arbeiten den ganzen Tag lang an verschiedenen Baustellen hier im Dorf. Es dauert wohl noch eine Weile, bis alles fertig ist. Unser Chef ist ein ziemlicher Sklaventreiber. Ja, belastend. Hi, Huhn. Gut, die Hühner müssen wir auf jeden Fall noch finden. Erstmal schauen wir, was gibt's hier. Hey, Kleiner. Bist du zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtige Impa, eine großartige Frau, hat das Dorf für einfache Leute wie uns erbauen lassen. Fühle dich ganz wie zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Okay. So, Moment, hier ist ein Eingang. Geht einfach mal in alle Häuser rein. Na komm, dreh dich um. Ah, die sehen so aus, weil auf uns der Fluch des Kulturs verweilt. Hat der uns schon was? Ne, wahrscheinlich noch nicht, ne? Noch nicht. Wir haben noch zu wenig Skulltulas. 100 Stück, ne? Also ist schon ein bisschen, aber besser als 900 Crocs. So. Füge immer kaputt machen. Vor allen Dingen, wenn man so mit Rubinen umgeht wie ich. Verzockt. Hey, betrifft so fremde Häuser immer unaufgefordert? Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Egal. Hast du die Frau hinter dem Haus gesehen? Sie hat es zurzeit nicht leicht. Na egal. Sollte die Frau mal etwas über ihre Hühner erzählen, hör ihr gut zu. Okay. Ein Herzteil. Kamen da ran. Ein roter Rubin. So, Rubine sind ja offensichtlich immer rund. Ein roter Kristall. So, du möchtest deine Hühner haben.
Okay. Hey, komm mal her. Dich brauche ich nämlich. Zwar brauche ich dich. Einmal, um dich hier zu holen. Nummer 1. Eins müsste jetzt hier unten rumgackern. Komm her. Eins war da hinten in der Kiste drin. Nummer 2. Wir brauchten noch eins. Hey, bleib hier! Hier bleiben, habe ich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viel hat sie denn? Waren das auch 5? Nummer 3. Das machst du bitte 4, also 7. Eins war, glaube ich, noch hier vorne am Baum, ne? Bin ich auch irgendwo schon eins rum? Da, ganz vorne am Eingang, sag ich doch. Komm her. Da oben war keins. So. Gucken wir uns mal hier oben ein bisschen weiter oben. Nee, ich... Was soll ja wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir heiraten? Ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo wir zu Sadia zurückgehen können, dass sie uns Sadias Lied beibringt. Hallo, ich möchte hier hoch. Danke. Irgendwas war auf jeden Fall hier oben. Schmetterlinge. Da ist noch eins. Aha. Ist hier noch eins? Gerade noch eins gehört. War eins im Brunnen? Nicht dahinter. Kommen dahinter. Okay, im Brunnen ist auf jeden Fall keins.
Wie kommen wir denn dahinter? Mal kurz gucken. Vielleicht muss ich mir nochmal einen Huhn von ihr stibitzen. Da ging das hier durch so ein Haus durch. Okay, hier nicht. Also in der Theorie schon da. Aber wir lassen es nicht durch. Hier war nur die Frau drin. Jetzt sind ja ohnehin noch zwei, oder? Ja. Ich glaube, mit den Hühnern kamen wir auch an den Dings ran, oder? Nee. Der Friedhof. Ich glaube, hier konnten wir noch nichts machen, soweit, ne? Komm. Okay. Fehlen. Jetzt sag mir bitte nicht, die anderen sind wieder ausgebrochen. So, ich habe hier aber gerade eins gehört. Hm. Da gibt's doch einen Durchgang. Mir fehlt aber trotzdem noch eins. Moment, ich gucke nochmal auf die Baustelle hier. Das gibt's doch nicht. Verstecken die sich? Kleinen Hühner. Da oben war keins, oder? Nee. War noch eins vorm Dorfeingang? Kommen wir denn in das Gebäude rein? Wahrscheinlich nur von der anderen Seite, oder? Hab's hindurch. Ich muss hier nochmal reingucken. Weiß, ich gehe jetzt da zum dritten Mal rein. Aber, nö. Können wir mit dem anderen Du quatschen?
Ich finde, der letzte Hund, also der vorletzte Hund nicht. Gibt's doch nicht. Kannst du uns hier einfach durchlassen? Ich komme nicht mehr vom Dach runter, aber dafür kann ich Tag und Nacht den Todesberg anschauen. Mhm. Ich stibitz mir jetzt einfach nochmal eins. Vielleicht sind da ja zwei in dem Eck. Wäre auch ein bisschen komisch, aber egal. Irgendwann müssen wir ja probieren. Kommen wir hier gar nicht mehr voran. Hey Hühner! Komm mal bitte her. Nee. Au! Huhn, komm her! Müssen wir von hier da drüber fliegen? Ich glaube, das reicht nicht, oder? Nee, von hier aus reicht nicht. Das da wird auch nicht reichen. Wie war denn das? Da müssten wir doch von hier aus darauf. Da ist ein Eingang. Habe ich gar nicht gesehen die ganze Zeit. Stimmt, hier ist der Eingang zur Windmühle. Bring ich das Huhn mal kurz wieder zurück. Vielleicht hat er dort was mit der Windmühle auf sich. Vielleicht ist da auch unser letztes Huhn. Wenn die Kiste verschieben könnten, dann wüsste ich, wie es geht. Oh, wir konnten hier auf den Zaun rauf. Wir quatschen mal mit dem Gunn. Auf jeden Fall die Hymne der Zeit? Nee, also nicht der Zeit, aber. Die Hymne des Sturms war es hier. So, aber hier drin ist auch kein Huhn. Und wir haben hier keinen Ausgang. Mussten wir doch über den Friedhof?
Reicht das von der Kiste vielleicht aus? Doch. Aber dafür müssten wir das Huhn exakt auf der Kiste platzieren und wieder gegriffen kriegen. Und dann da runterfliegen. Zu weit. Das reicht trotzdem nicht. Wie war das denn? Ich will halt nicht in die Lösung gucken, das ist ja langweilig. Ich gehe nochmal auf den Friedhof. Da ist die Folge heute halt. Hallo Kakariko. Naja. Gott, schnell ist mal mit dem Kind. Moment. Kleine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht besonders grausig aus, oder? Ja, du willst eine Gruselmaske haben. Das ist mir klar. Ah, guck mal einer an. Oh. Oh oh. Ektalink. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Abwärts. So, wir sind also im Königsgrab. Zack. Haben wir jetzt alle? Ich glaube, wir haben alle. Okay, gehen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was hier gab. Mal gucken. Ich glaube, wir müssen die nicht töten, wir müssen ja einfach nur durch. Ich glaube, später können wir die töten. Vielleicht.
lesen. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe im liebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Oh, die Hymne der Sonne stimmt. Ich wollte das schon wieder mit dem Steuerkreuz machen. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne, gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Moment, ist das, wir können... Aha, so war das nämlich. Haben wir doch wieder was rausgefunden. Hymne der Sonne macht die Zombies zu Zombie-Puppen. Moment. Was willst du mir hier zeigen? Erleuchte die lebenden Toten. Hymne der Sonne? Und jetzt? Ach, da haben wir eine Fee, oder? Wir machen mal weiter. So, jetzt müssen wir nur noch die verbleibenden beiden Hühner finden. Hier haben wir Boris, den guten Grabwächter. Hey Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und wir finden es heraus. Willst du, dass ich hier grabe? Ja, mach mal. Nein, mein 5 Rubine. Immerhin 5 Rubine. So. Mach mal wieder. Mach mal wieder hell. So.
Nee, jetzt nicht. Wir wollen uns um die Hühner kümmern. Wie viel hatten wir jetzt hier? 5. So, 1 ist da hinten. Das aus der Truhe hatten wir. Ich laufe jetzt nochmal alles ab, an das ich mich erinnern kann. 1 war immer hier oben, das hatten wir aber auch. So, das, was wir hier hören, ist das, was hier links ist. Da oben ist noch eins. Die sind beide da. Also müssen wir doch mit dem Huhn darüber schweben. Komm her. Gucken wir noch mal. So. Erza, Huhnlieferung. So war das, glaube ich. Glaubt, ich muss mich hier schon mal wieder rüberwerfen. In das Loch wollen wir, glaube ich, noch nicht. Will nämlich jetzt erstmal die ganzen Hühner hier rauskriegen. Huhn? Ah, sehen wir das Kräuterlein. So. Das war hier mit der Tür. Kamen wir jetzt hier von hinten rein? Ah, nee. Aber hier war noch ein Loch, ne? Rubine? Ach Mist. Jetzt ist es doch wieder hier. Ja gut. So, rüber mit dir da. Leider hoch. Die Leiter hoch. Hey. Wollten wir noch mal gucken. Quasi auf Nummer sicher gehen, dass wir hier nichts verpasst haben. So. Du hier rein. Musst du da noch holen? Komm her hier. Hier rein und das letzte ist direkt neben dem Stall. Das war quasi das, womit wir hier rüber geflogen sind. Hey! Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Eine leere Flasche. Moment mal, kommen wir? Nee. Muss mir, glaube ich, gleich nochmal einen Huhn... Ich glaube, wir konnten mit den Hühnern auch... Wir haben ja jetzt so Flasche. Hey. Oh. Bleib hier. Du sollst hier bleiben.
überlege, ob wir nämlich hier nee, das reicht doch im Leben nicht, oder? Nein! Es ist wieder runter. Naja, gut, ist mir egal. So. Was wir aber nochmal machen werden, ist, wir schnappen uns Zeldas Brief. Immer einmal speichern. Aha. Und zeigen dem guten Wachmann hier, dass wir Passierschein 38 haben. Hier Passierschein 38. Oh, das scheint in der Tat, das ist ja das Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Doc, sie hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Hä? Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Haha. Hey. Judge mal nicht nach der Körpergruß hier. Ach, ein Nachwuchsheld. Und falls du planst, den Todesberg besteigen zu den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit deinem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist immer noch aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann lauf ruhig weiter. Übrigens kann ich dich um einen Gefallen bitten, du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine nur, wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Cool. Wir dürfen jetzt den Todesberg erklimmen. Also, so uns da hoch machen. Gut, für heute soll es das aber gewesen sein. Hat die Hühnergeschichte hat das ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ganz ohne Gemurmel. Deswegen hat es halt so lange gedauert. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen hier an der Stelle natürlich beim nächsten Mal weiter. Noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.